Wir haben also den Pfad der Bonhomme gefunden. Wie hilft uns das weiter? Er muss irgendwas mit dem Gemälde zu tun haben. Papa, bist du verrückt? Was machst du denn da? Mir geht es gut. Mach nicht so einen Wirbel. Du hast mich mitgenommen, damit ich auf dich aufpasse. Also lass mich das auch tun. Ramon ist draußen und hält Wache. Hallo, George. Schön, dass es dir gut geht. Was habt ihr gefunden? Über dem Kamin befindet sich eine verborgene Kapelle. Aber keine Allerweltskapelle, wie man sie kennt, sondern eine Gnostikerkapelle. Dafür gedacht, nicht einen Gott zu verehren, sondern zwei. Was? Ich erzähl's dir später. Ich habe übrigens auch ein paar Sachen gefunden, die mit all dem zusammenhängen könnten. Komm in die Bibliothek. Ah, und bring bitte das Gemälde mit. Ich glaube, das werden wir brauchen. Das Wappen war exakt das gleiche wie auf dem Fresko. Da stand Berga. Was machen Sie denn da mit La Maledictio? Nico hat etwas gefunden und bat mich, ihr das Gemälde zu bringen. Ich passe gut drauf auf, versprochen. Eva, geh mit ihm. Pass auf, dass dem Gemälde nichts geschieht. Ich sollte bei dir bleiben, Papa. Mach dir keine Sorgen um mich. La Maledictio ist viel wichtiger. Hast du das Gemälde mitgebracht? Klar, aber was willst du damit? Ich habe herausgefunden, was Genen vorhatte. Der Genen, der Medowski das Bild abkaufen wollte? Nein, der Genen, der im Bürgerkrieg die Faschisten hierher geführt hat. Der Genen, der hier monatelang nach irgendwas gesucht hat. Und der dann eines Tages einfach verschwand und diese Truhe voller Kinkerlitzchen da drüben zurückließ. Meinst du, er ist verwandt mit dem Genen, der Medowski diesen Brief geschrieben hat? Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie verwandt sind. Vielleicht. Also, welchen Plan hast du entdeckt? Schau dir das mal an. Das ist Genens Landkarte. Er hat etwas gesucht. Wonach genau hat er gesucht? Nach der Tabula Veritatis, schätze ich mal. Glaubst du, er hat sie gefunden? Das bezweifle ich. Hätte er sie entdeckt, wäre nicht immer noch jemand hinter dem Gemälde her. Also, warum sollte ich es herholen? Siehst du dieses Gekritzel da im Meer? Das hat dieselbe Form wie die Kreise rund um den Ouroboros. Stimmt. Genen glaubte, dieses Muster auf dem Bild habe etwas mit einer Landkarte von Katalonien zu tun. Wir sollten versuchen, das zu beenden, was Genen angefangen hat. Ich würde wetten, dass diese Kringel da um den Ouroboros Orte in Katalonien sind. Aber welche Orte? Vielleicht kann uns das Gemälde noch ein paar Hinweise geben. Das würde nicht funktionieren. In dem Ring war ein Turm. In dem Ring sah man eine offenbar wohlhabende Stadt. Ein vernarbtes Gesicht schaute mich aus der Mitte des Ouroboros an. Hobbs musste die Abbildung entdeckt haben, als er das Gemälde restaurierte. Aber was bedeutete sie? Und welche Verbindung gab es zur Tabula Veritatis? In die Stirn des Mannes war ein Symbol geritzt. Simeon hatte behauptet, das sei das Symbol der Tabula Veritatis. In diesem Ring war die Stadt Berga abgebildet. In dem Ring sah man eine Art Burgtor. Es befand sich in dem Licht, das von Luzifer und Jehova herabschien und hatte sicher mit dem Pfad der Bonhomme zu tun. Die Landkarte musste der Schlüssel sein. Das Wappen auf dem Fresko war also ein Hinweis auf Berga.
Dann muss der Ort wichtig sein. Die Ortschaft Puch Serda. Ich konnte nicht sicher sein, dass dies der richtige Ort war. Das war einer der Orte, die auf dem Fresko markiert waren. Und das war der Ausgangspunkt der Reise der Bonhomme, der guten Menschen, der Katara, stimmt's? Zwei Orte hatte ich. Wenn auf die Symbole aus dem Gemälde Verlass war, musste ich aber noch zwei finden. Die Ortschaft Olot. Genen hatte nach den möglichen Verstecken der Tabula gesucht. Vielleicht lieferten mir seine Habseligkeiten einen Anhaltspunkt. Die Ortschaft Manresa. Ich konnte nicht sicher sein, dass dies der richtige Ort war. Ich wusste nicht, ob ich wirklich alle Informationen hatte, die ich brauchte, um die wichtigen Orte herauszufinden. Das Fenster war mit massiven Eisenstäben vergittert. Draußen sah ich einen kleinen Hof. Von der Wand hing ein alter, mottenzerfressener Wandteppich. Die Ritterrüstung schien den Raum zu bewachen. Das war ein leerer Bilderrahmen. Zweifellos hatten Genens Männer das Bild geraubt. Die Landkarte musste der vier Hinweise. Ich nahm den Hut aus der Truhe. Jemand hatte etwas unter das Hemd gesteckt. Ich nahm den gefalteten Zettel heraus. Es war ein Telegramm. Unter dem anderen Hemd war nichts. Ich nahm das Wachstuch aus der Truhe. Ich hob die Decke hoch. Aber darunter lag nichts mehr. Ich hatte keine Lust, die alten Stiefel mitzuschleppen. Ein kleines Stück Öltuch lag sauber gefaltet in der Truhe. Die Decke war aus alter, grober Militärwolle gefertigt. Da lag ein gefaltetes Hemd. Da lag ein... Das war ein ziemlich...
Ich hatte das Telegramm entschlüsselt. Überlebende Katharer haben die Tabula Veritatis aus Montségur nach Katalonien geschmuggelt. Das bestätigen Geständnisse, die der dominikanische Inquisitor Emerich aus Girona beschafft hat. Es war unterschrieben mit dem Namen Wolfram. Die Ritterrüstung schien den Raum zu bewachen. Höchste Zeit, nochmal einen Blick auf die Karte zu werfen. 4 Hinweise, 4 Orte. Ich musste nur austüfteln, auf welchen Ort sie sich bezogen. Der Dominikanermönch Emerich kam aus Girona. Der Priester mit dem Hundekopf auf dem Gemälde. Ich hatte 3 der Orte gefunden. Jetzt fehlte mir nur noch der letzte. Das Dorf St. Ramon. St. Ramon? Ramon hat mir erzählt, er sei nach einem St. Ramon getauft worden. In dem Gemälde gibt es auch einen Heiligen. Lass mich raten. Er hat ein dickes Schloss durch seine Lippen? Ich konnte langsam ein Muster erkennen. Die Orte bildeten eine merkwürdige, kreuzartige Form, so ähnlich wie die Kugeln auf dem Bild. Das war der Kreuzungspunkt. Hier musste die Tabula sein. Montserrat, es muss Montserrat sein. Die Frage ist nur, was bitte ist Montserrat? Das ist ein Kloster in den Bergen. Eine berühmte Touristenattraktion. Aber es ist noch was anderes. Ich glaube, es war auch eine Zuflucht der Gnostiker, vor vielen 100 Jahren. Bravo, meine Freunde. Medowski? Nein, Langham. Nein, der Name ist Genen, oder? Sehr gut, Fräulein Collar. Was ist mit dem echten Langham passiert? Er ist ein Ründchen schwimmen gegangen. In der Seine. Ich hatte schon gedacht, ich müsste diesen Laden auseinandernehmen, um die Arbeit meines Großvaters nachzuvollziehen. Aber ich glaube, da haben sie mir eine Menge Zeit erspart. Die Tabula ist also in Montserrat. Wer hätte das gedacht? Der alte Mann kommt mit mir. Nein, bitte. Nehmen Sie mich stattdessen. Er weiß gar nichts. Aber Sie schon, was? Das glaube ich kaum. Aber er ist alt. Eva, reg dich nicht auf, Kind. Das können Sie doch nicht. Aber natürlich kann ich. Und ich werde es tun. Der Mensch ist schwach, unterwürfig, kontrolliert. Er muss befreit werden, frei von allen Einschränkungen, frei, seine Begierden zu erfüllen. Und dazu wollen Sie den Teufel auf die Welt loslassen? Nicht den Teufel. Lucifer. Und jetzt, wenn Sie nichts dagegen haben, wir haben eine lange Reise vor uns. Gehen wir. Die können da drin verfaulen. Wir müssen hier sofort raus. Ich vermute, dieser Irre ist genauso gefährlich, wie er aussieht? Ich fürchte schon, Eva. Ich glaube, er hat schon öfter gemordet. Wir dachten, wir hätten Medowski gejagt, Nico. Aber in Wirklichkeit hatten wir es die ganze Zeit mit Genens Enkel zu tun. Schau mal, Tageslicht! Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist eine Geheimtür, Nico. Darum also hat Marques Vater versucht, durch dieses Zimmer zu flüchten. Er hatte nur keine Zeit mehr, die Geheimtür zu öffnen. Aha! Gut gemacht, George. Kommen Sie, Eva. Hauen wir ab. Wir müssen Ihren Vater retten und Langham aufhalten, bevor er die Tabula findet. Eva, ich glaube, Sie bleiben besser hier. Sind Sie verrückt? Sie brauchen mich, besonders wenn es zu einem Kampf kommt. Eva, das wird sehr gefährlich.
Sie verstehen das nicht, Signora. Es ist meine Pflicht. Okay, aber wir sollten erst noch nach Ramon sehen. Ja, aber dann gehen wir ein paar Leuten in den Arsch treten. Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können. Montserrat lag hoch oben in den Bergen. Eine wichtige Touristenattraktion. Aber wir waren nicht als Touristen da. Wir mussten einen alten Mann retten und eine noch ältere Tafel finden. Und ein kaltblütiger Killer wollte uns daran hindern. Wieso sollte die Tabula ausgerechnet hier versteckt sein? Jahrhundertelang war der Berg ein Zufluchtsort. Oben auf dem Hügel gibt es ein Benediktinerkloster. Nun, da sollten wir dann wohl mit der Suche beginnen. Hui, alles leer. Wo sind die denn alle? Normalerweise wimmelt es hier von Touristen. Das gefällt mir alles absolut nicht. Zumindest gibt es hier keine bewaffneten Mönche. Denk nicht mal dran, Nico. Zeit für den leicht verblödeten Ami-Touristen. Für diese Rolle wurdest du geboren, George. Hallo, mein Freund. Tut mir leid, ey, aber wir haben hier ein Virus. Ist alles geschlossen. Ey, verschwinden Sie, Freundchen. Ey, verschwinden. Eine Bank mit Ausblick. Normalerweise würden sich die Touristen wohl um diesen Sitzplatz prügeln. Es war ein herrliches Gebäude. Ich fragte mich, ob die Tabula wirklich da oben versteckt war. Nette Laterne. Wenn ich mir den Zaun so betrachte, hatten die hier wohl Hundeprobleme. Wir bewegen uns vom Kloster weg. Ja, wenn hier die ganzen Schläger rumlaufen, müssen wir einen anderen Weg finden. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg über die Seilbahnstation. Oder irgendwer da drin kann uns wenigstens sagen, was hier los ist. Da kommt wer. Schnell, wir müssen uns verstecken. Ich glaube, das ist Langham. Sperrt alles ab. Hier darf sich kein Grashalm mehr bewegen, klar? Die Tabula muss oben im Kloster sein. Da bin ich ganz sicher. Los! Geht klar, Boss. Sperrt alle Wege rauf zum Kloster. Dann bring den Alten zum Reden. Ja, Boss. Und spring diesmal nicht so sanft mit ihm um. Habt ihr das gehört? Sie haben noch nichts gefunden. Aber Señor Marquez muss in schlechtem Zustand sein. Hören Sie, ich muss diesen Bastarden folgen. Alleine könnte ich da vielleicht durchschlüpfen. In Ordnung. Wir schauen mal, ob wir einen anderen Weg nach oben finden. Glaubst du, sie schafft das? Eva kann auf sich selbst aufpassen. Das Gebäude sah nagelneu aus. Es musste erst vor kurzem renoviert worden sein. Sie war verschlossen. Da war ein Zahlenschloss. Aber ich kannte den Türcode nicht.
Glasflächen funkelten in der Sonne. Da möchte ich auch kein Fensterputzer sein. Mein Gott, Nico! Was ist los? Das Fernrohr hier, das ist gratis! In der Seilbahnkabine steckten Leute fest. Sie kamen mir irgendwie bekannt vor. Dann erkannte ich, dass es meine alten Freunde Dwayne und Pearl Henderson waren. Die Hendersons hatten die unheimliche Begabung, überall da aufzutauchen, wo ich gerade war. Sie wussten nicht, dass ich sie gesehen hatte. Ich musste ihnen ein Signal geben. Sie wussten... Sie wussten nicht, dass ich sie... Das war die Gegenstation der Seilbahn. Direkt an der Felswand kauerte eine kleine Kapelle. Ich antwortete auf ihr Signal, war aber nicht sicher, ob sie es gesehen hatten. Pearl formte Worte mit dem Mund und gestikulierte. Pearl schien etwas an das Fenster zu schreiben. Da stand Hilfe, stecken fest, Türcode 0797. Ich fragte mich, woher Pearl das wohl wusste. Müßig fragte ich mich, ob man durch lässiges Betrachten der Landschaft wohl viel herausfinden könnte. Pearl hatte mir den Code... Das Seil und der Radmechanismus sahen stabil genug aus. Aber bei der Vorstellung, in so einer kleinen Seilbahngondel zu fahren, verkrampfte sich mein Magen. Moment, was ist das da? Der Fels kommt mir bekannt vor. Nico, schau dir das mal an und sag mir, was du siehst. Du hast recht. Der Fels da sieht aus wie ein Gesicht. Die Form habe ich schon mal gesehen. Schau dir das mal an.
Das Gesicht im Ouroboros, es hat genau die gleiche Form wie dieser Fels. Das kann kein Zufall sein. Und weißt du was? Langham hat das gefälschte Bild, das ohne das Gesicht. Der Fels hat ihm also gar nichts gesagt. Nico, ich glaube nicht, dass die Tabula oben im Kloster ist. Ich glaube, sie ist da unten irgendwo, in der Nähe dieses Felsens. Komm, Nico. Pearl hat mir den Code für die Tür verraten. Was? Pearl? Aber wer? Wie? Vertrau mir, Nico. Ich habe Beziehungen zu hochhängenden Kreisen.